Herzlich willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Sommer in the City und ich begrüße ganz herzlich zu dieser Sommer-Edition einen der besten Sommeliers Deutschlands und einen ausgesprochenen Freund des Hauses, Thomas Sommer. Thomas konnte einige der wichtigsten Sommelier-Wettbewerbe des Landes zu seinen Gunsten entscheiden. Der sicherlich größte Sieg bei der Sommelier-Trophy machte ihn zum besten Sommelier Deutschlands. Neben seinen Weinkarten wurde er selbst viermalig zum Sommelier des Jahres gekürt. Mit Thomas sprechen wir heute darüber, welche Strategie es braucht, um in der absoluten Top-Liga der Sommeliers mitzuspielen und wie man in Zeiten von Corona und eingeschränkter Gastronomie die richtigen Absatzwege findet. Thomas, schön, dass du wieder den Weg von Köln nach Düsseldorf gefunden hast und wie die Herrschaften im Hintergrund jetzt auch gehört haben, du uns schon die Gläser gefüllt hast. Also herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo Christian. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, super. Thomas, ich stelle dich einmal ganz kurz unseren Gästen vor. Wir haben in der Corona-Zeit in diesen Räumen auch schon mal allerlei Weininnovationen ausgeheckt, wie virtuelle Tastings, die ja mittlerweile zum Standard fast schon dazugehören. Vor der Pandemie konnte sich das fast keiner vorstellen, virtuelles Trinken. Wir haben das schon relativ zum Start ja mal gemeinsam für einen guten Zweck gemacht mit über 100 Leuten. Aber du kommst ja auch ganz klassisch, bist du gestartet mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann. Deine beruflichen Schritte in der Gastronomie und Hotellerie führten dich wirklich quer durch Europa und ja wirklich zahlreiche sehr, sehr namhafte Sternerestaurants. Angefangen bei der Berliner Quadriga im Brandenburger Hof, à la Ducasse in Paris, dann über Stationen in England und dann an die älteste Hotelfachschule Deutschlands nach Heidelberg. Im Anschluss bist du dann 2008 als Chefsommelier von Dieter Müller im Schloss Lehrbach eingestiegen, wo du dann 2010 auch in Doppelfunktion den Maître der Küche mit Nils Henkel im Schloss begleitet hast, im Schloss Lehrbach. Ja, Thomas, heute bist du in der Weinhandelsagentur Smart Wines in Köln tätig, wo ihr insbesondere familiengeführte Premium-Weingüter, und das wäre schön, wenn du uns das nachher mal erläuterst, was das bedeutet, im deutschen und österreichischen Markt positionierst. Aber fangen wir doch einfach mal mit den wichtigen Dingen an. Was hast du uns denn heute Gutes zum Trinken mitgebracht? Ja, bevor das jetzt hier eine ganz trockene Strategie-Session wird, habe ich gedacht, wir bringen mal was Plüssiges. Und zwar, im Jahr 2019 habe ich den Liebenstein mitgebracht, das Flaggschiff eines jungen, sehr talentierten Winzers aus Südtirol. Und zwar ist aus Neumarkt, das ist der Anton Longo vom Weingut Baron Longo. Und gerade was das Thema Weingutsentwicklung angeht, eine hochspannende Geschichte, weil wir hier ein Weingut haben, was schon ja eigentlich seit über 400 Jahren existiert. Okay. Aber er ist eine komplette Neugründung, weil 100 Jahre die Trauben der Eltern in diesem klassischen Mischbetrieb an die Genossenschaft abgegeben worden sind. Okay. Und er 2012 das Weingut übernommen hat und seit 2015 seine eigenen Weine nach biodynamischen Richtlinien vinifiziert. Und das ist eine hochspannende Entwicklung, die er da in kürzester Zeit nimmt. Und solche Weine liebe ich, sowas finde ich total spannend, dann auch jetzt mit dir heute mal hier zu genießen. Ja, super. Und für mich immer wichtig, muss ja auch schmecken. Und das tut's. Also von daher vielen Dank und ich würde sagen, wir stoßen mal an. Prost. Oh, lauter hier. Genau. Ja, professionelles Trinken, würde ich sagen, ist dein täglich Brot. Aber kannst du uns ganz kurz mal erklären, was ihr bei Smart Wines macht? Du hast es jetzt gesagt, ja, hatte jetzt ein Weingut, das sich neu erfunden hat, repositioniert hat auch an der Stelle. Aber wie arbeitet ihr bei Smart Wines auch mit den Weingütern und auf der anderen Seite dann auch mit den Abnehmern, um dort einen wirklichen Mehrwert zu erzeugen? Also vielleicht dazu mal ein, zwei Sätze, was die Smart Wines eigentlich ist. Ich glaube, das ist am Markt jetzt nicht so bekannt, vielleicht auch bei den Hörern verständlicherweise nicht. Also die Smart Wines ist eine klassische Weinvertriebsagentur, gibt es jetzt seit 1993 und unser Gründer Per Sölke hat in den frühen Jahren, 90er Jahren, kommt selbst aus der Gastronomie, ist fünfsprachig aufgewachsen, also ein absolutes Multitalent, was das angeht, hat er aber gesehen, dass es eine ganze Menge Weingüter gibt, die in Deutschland Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, weil sie die Sprache einfach nicht sprechen, den Markt nicht kennen und damit auch nicht wissen, wer eigentlich mögliche Partner für die entsprechenden Weine des Weingutes sind. Und so hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Weingüter, den Weingütern quasi etwas zu helfen, am Markt sich zu positionieren, die Tür zu öffnen. Mhm. Und wir sagen heute eigentlich, dass wir ein Bindeglied zwischen Weingut und Handel sind. Das ist so das Hauptthema, dass wir quasi der verlängerte Arm des Weingutes sind in dem Belangen, was alle
Situation um das Weingut angeht. Sei es neue Etiketten, logischerweise neue Jahrgänge oder halt auch der erste Schritt überhaupt, erstmal den richtigen Partner in Fach- und Fachgroßhandel zu finden, sodass wir die Weine dann am Ende des Tages in die richtigen Kanäle bekommen. Ja, okay. Also auch in Zeiten von E-Commerce ist der persönliche Kontakt und die richtige Positionierung dann auch für, ich sage jetzt mal, Premium-Weingüter dann auch trotzdem noch genauso wichtig. Absolut. Wein ist am Ende des Tages immer noch ein Persönlichkeitsthema, auch wenn heute die Vertriebswege, wie du schon richtig sagst, komplett anders sind und deutlich digitaler aufgebaut sind, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Aber wenn die Person hinter den einzelnen Weinen nicht passt, dann funktioniert das Ganze nicht. Also Markenaufbau, Markenpflege, das ist das absolute A und O. Und das ist das, was wir so fast täglich machen. Also ich würde mich freuen, wenn wir täglich Wein oder täglich Brot, wie du sagtest, in rauschenden Mengen auf dem Tisch haben. Aber es ist auch eine ganze Menge Trockenarbeit dabei. Also viel Handwerk sozusagen jetzt nicht am Wein, sondern an dem professionellen Markenaufbau und Positionierungsarbeit, die ihr in Vertrieb und Marketing dann macht. Aber du hast ja sozusagen auch noch eine andere Vergangenheit, die zwar sehr weinbelastet ist und die viel, viel näher eigentlich am Produkt ja ist. Du bist sozusagen ja wirklich einer der Top-Sommeliers in Deutschland, warst auch sozusagen mal gekürt der beste Sommelier Deutschlands. Und ich kenne das nur aus der Doku Somm, wer die vielleicht gesehen hat, was es da alles braucht, auch an Energie und Strategie, um in dieser Liga wirklich mitzuspielen. Und deshalb für dich mal die Frage, welche Strategien brauchst du denn, um in so eine Liga zu kommen und da auch wirklich mitzuspielen? Also ich kann jedem jungen angehenden Talent nur wünschen, dass er nicht das erste Somm gesehen hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sagt, das ist mir deutlich zu scharf, das ist mir viel zu nerdig und viel zu abgehoben im Sinne der Tiefe, in welches es hier in die Materie reingeht, könnte ja abschreckend als animierend wirken. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Also der Weg bis dahin, bis zu dieser Liga ist ein sehr, sehr langer Punkt eins, aber es ist auch unglaublich spannender, weil die Weinwelt sehr, sehr bunt, sehr, sehr divergent am Ende des Tages auch ist und immer mit überwiegend sehr, sehr herzlichen Menschen ist. Also sowohl im Weingut selbst, und das sind alles Menschen, die im Regelfall eher mit dem Bauch als mit dem Herzen, also mit Herzen und Bauch denken, als rein nur analytisch denken. Ansonsten würden sie diese sehr emotionalen Weine auch gar nicht auf die Flasche bringen. Und ähnlich ist es ja auch in der Küche. Das ist ja wie beim Küchenchef eine ähnliche Thematik. Und so finden sich da zwei Wege sehr, sehr gut zusammen. Und wenn es darum geht, in der Sommelierie etwas näher zu kommen oder dem Ganzen einzusteigen, da hatte ich einfach das Glück, dass ich sehr, sehr früh, also schon in der Ausbildung, an zwei sehr verrückte Weinnasen gekommen bin, die mir immer wieder mal Glas hingestellt haben, mich gefragt haben, Mensch, wie findest du das? Und ich muss gestehen, ich kam als absoluter Biertrinker in ein Gourmet-Restaurant. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von der ganzen Thematik und das ist, glaube ich, für mich auch das Wichtige gewesen, dass ich komplett unbelastet war, komplett ohne Vorprägung war und einfach wissbegierig war und wissen wollte, was sich dahinter verbirgt. Und so sind wir Stück für Stück, wie man sich versieht, sehr, sehr tief in diesem Thema versunken und macht die ersten Wettbewerbe und sieht, dass man da richtig Spaß, vor allem Freude hat, ein tolles Netzwerk aufzubauen, von dem man ja heute am Ende des Tages auch profitiert, auf welchen man viele Arten der heutigen Arbeit auch weiter aufbauen kann. Mhm. Und ja, das hilft dir ja natürlich auch, die Weine zu beurteilen, die ihr am Ende des Tages natürlich verkauft. Und das ist ja dann auch im Zweifel dein Markenversprechen, dass du immer was Gutes dabei hast, wenn du vorbeikommst, ne, auf der Vertriebsseite. Das hilft dann natürlich auch. Aber wir haben im Vorfeld des Podcasts haben wir gesprochen. Ich habe dich ja angesprochen und insbesondere zur Sommer-Edition dachte ich mir, passt das sehr gut, auch mal ein in Anführungszeichen leichteres Thema im Strategiekosmos zu besprechen. Wobei sich vielleicht der eine oder andere fragt, Wein, was hat das denn mit Strategie zu tun? Aber hier bewegen wir uns natürlich in einem sehr speziellen Markt mit ganz vielen Segmentierungen, Vertriebs- und Absatzwegen. Und ans Pricing muss man auch noch denken und an die Kanäle, die da zu bespielen sind. Und den Markenaufbau, du hast es schon angesprochen, also sehr, sehr vielfältig und auch sehr, sehr viel strategische Arbeit, die heute, glaube ich, sehr, sehr implizit, intuitiv auch ja vielleicht bei einem Winzer mal abläuft, wo man aber auch nicht an alles denkt. Und deshalb war es mal für uns und für mich spannend, da mal ein bisschen näher reinzufragen. Und vielleicht starten wir mal mit dem Thema Weinkonsum in Deutschland, also auch Marktpotenzial, das es überhaupt gibt, um hier im deutschen Markt zu bestehen. Und der hat sich letztes Jahr positiv entwickelt. Trotz oder wegen Corona? Große Frage, ja. Ja, große Frage. Das ist die erste. Und das sind roundabout 20,7 Liter pro Einwohner im Jahr, erhoben vom Deutschen Weininstitut. Und Deutschland spielt damit an vierter Stelle der Verbrauchermärkte für Wein und Sekt. Die anderen großen Player sind dann noch Italien, davor dann noch Frankreich und davor definitiv an der Nummer 1 die USA.
Was würdest du denn jetzt sagen? Wie hat sich das jetzt in Corona entwickelt? Gastronomie geschlossen, ne? Du hast ja auch eben erzählt, ihr positioniert dann die Weine auch in speziellen Läden, die natürlich auch für den Markenaufbau hilfreich sind. Jetzt fällt das Gefühl erstmal komplett weg. Wie geht das dann weiter? Also wie habt ihr da auch agiert, reagiert und wie ist das gelaufen? Ja, also wenn ich mich zurückerinnere, letztes Jahr, ab März, Ende März, Anfang April, da war eine gewisse, ich will nicht sagen Panik, aber so eine etwas Schwere in der Luft. Man wusste nicht so richtig, wo es hingeht, was da eigentlich passiert. Man muss hier vielleicht dazu sagen, dass wir uns ja ausschließlich um familiengeführte Weingüter kümmern und jetzt hier nicht über große Industriezweige und kommunizieren. Also es geht am Ende des Tages um Weingüter, wo tatsächlich die Familie oder zwei, drei Familien noch mit dranhängen, wenn es nicht mal eine große Kooperative ist, wo natürlich aber am Ende des Tages auch die Familien davon direkt betroffen sind. Ist das auch eine Volumenfrage, die das Weingut macht? Mit Sicherheit. Also am Ende des Tages ist Volumen nicht unwichtig, gerade auch wenn es darum geht, eine Durchdringung am Markt zu gewährleisten. Wenn ich ein kleines Weingut bin mit, sagen wir, ich produziere 50.000 Flaschen, dann bin ich in der Nische der Nische. Wenn das noch ein bisschen spezieller ist, vielleicht Thema Natural anspreche, dann spreche ich eine ganz marginale Zielgruppe überhaupt an. Und die Zahlen, die du auch gerade aufgeworfen hast, das klingt immer viel, aber man muss sich überlegen, was für Arten von Weine sind das? Wo werden die tatsächlich verkauft und über welche Qualitätsarten von Weine reden wir da eigentlich? Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Haupthandel ist nicht der Weinfachhandel oder die Gastronomie als Hauptdrehpunkt für Wein, sondern es ist tatsächlich der Discount. Und also Aldi, Lidl und Co. Ne? Beispiel, ja. Mhm. Was jetzt auch komplett nicht verwerflich ist. Es ist sogar gut, dass es diese Einstiegssegmente gibt. Aber die nehmen natürlich einen ganz, ganz großen Anteil, also weit über 50% des Marktes schon mit ab. Zu einem sehr, sehr günstigen, verhältnismäßig günstigen Preis haben natürlich damit aber auch eine Türöffnerfunktion für die Kundschaft. Denn wer vielleicht jetzt auch im Einstieg beginnt mit einem günstigen Wein oder einer einfacheren Qualität, heißt das noch lange nicht, dass er da bleibt. Ja, wenn die eigene Kaufkraft etwas sinkt, kann es ja durchaus auch sein, dass man gerade diese Kunden dann auch zu höherwertigeren Qualitäten ranführt. Ja, und dadurch, dass wir halt in diesem sehr Fine-Wine-Segment aktiv sind, war das für uns natürlich schon schwer und auch viele Fragezeichen ausgestattet letztes Jahr, wo die Reise hingehen wird. Und ja, du sagst es, der Markenaufbau geschieht in allererster Instanz im Premium-Bereich über die Gastronomie. Die Top-Häuser, dass wir die Kommunikation da rein schaffen, dass die Top-Weine in den Top-Restaurants ausgeschenkt werden. Nur dann habe ich dann die Chance, auch wirklich einen Pulling-Effekt zu erzielen, sodass diese Sachen auch im Fachhandel dann später von den vormals Gästen des Restaurants auch gekauft werden. Und ich denke, es ist eine temporäre Erscheinung. Es sind eher Verschiebeeffekte, glaube ich, die wir in den letzten anderthalb Jahren sehen oder wahrgenommen haben. Natürlich haben wir alle mehr getrunken. Es ist auch mehr konsumiert worden. Es ist auch interessanterweise hochqualitativer konsumiert worden. Okay. Also auch der durchschnittliche Erlös an der Kasse im Fachhandel war deutlich höher. Was aber auch relativ logisch ist, wenn man sich über die Psychologie des Menschen auseinandersetzt, dann, wenn es daran geht, man weiß nicht genau, wo es hingeht. Ja, ich habe da tolle Weine im Keller, lass uns da einfach auch mal die großen Sachen trinken. Warum heute immer die Gutsweine trinken? Wir können doch heute auch mal im großen Gewächsbereich oder im großen Grand Cru-Bereich reinschauen. Weil wer weiß, ob wir nächste Woche das noch trinken dürfen. Jetzt ganz überspitzt dargestellt, aber ein Stück weit hatten wir diese Situation und diese Effekte lassen sich nicht von der Hand sprechen. Und in vielen anderen Bereichen war es auch so der Fall. Und wir haben über E-Commerce gesprochen. Wie hat sich da die Verschiebung, die Verlagerung stattgefunden? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn so ein Weingut vorher nichts hatte und hat dann plötzlich mal gesagt, jetzt mache ich ein bisschen online, dann ist da auch kein Traffic, dann verkaufe ich auch nichts. Also wie sehr hat das dann vielleicht schon den Platzhirschen auch in die Karten gespielt? Also ganz klar, wer im April letzten Jahres überlegt hat, einen Online-Shop zu machen, da war das löblich, aber im Endeffekt war man 10 Jahre zu spät. Mhm. Denn gerade diese Geschichten aufzubauen, unabhängig der ganzen Logistik und des Setups an der Website, geht es natürlich auch darum, Kundenvertrauen aufzubauen. Und ich muss da auch eine gewisse Bekanntheit erstmal schaffen. Klar, wenn ich der Winzer bin, der sowieso immer ab Hof verkauft und jetzt einen Online-Shop habe, die Gäste, die Kunden, die normalerweise bei mir ab Hof das kaufen, die kaufen das dann natürlich auch im Online-Shop. Aber jetzt für einen breiten, neuen Weinhandel das Ganze aufzustellen, ich glaube, das war in den letzten Monaten schwierig, zumal es ja unglaublich viel zeitgleich auch gab, also zeitgleich viel, viel Bewegung im Online-Bereich war. Absolut. Und nicht, also noch viel mehr Wettbewerb, der sich sozusagen materialisierte, dann auch digital. Sowieso deutlich mehr, ja. Das wird ja
wir sehen seit Jahren immer enger im Netz. Und auch das, ich denke, da wird es auch Verschiebungen geben, dass es im Laufe der Zeit sich auch wieder normalisieren wird, dass es etwas runtergehen wird. Vielleicht ist nicht die Menge der Anbieter, aber die Menge der Weine, die sich da umsetzen lassen. Und man muss schauen, ob das tatsächlich einen langfristigen Effekt hat. Ich glaube, jeder, der sehr, sehr gut aufgestellt ist, der auch Mehrwert für den Kunden gibt und nicht einfach nur Wein über Preis, heute günstig verkauft, quasi im Prinzip den vorgelagerten Fachhandel simuliert, das Ganze digital, der hat die höchsten Chancen, da auch langfristig das Vertrauen seiner Stammkundschaft zu gewinnen und dass da auch später weiter gekauft werden kann. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen? Du hast eben ja auch verschiedene Dinge angesprochen. Ich sag mal, für den gekonnten Weintrinker ist das große Gewächs ein Begriff. Vielleicht jetzt auch nicht für jeden Zuhörer an der Stelle. Oder also das eine mal in Richtung Wein gefragt und zum anderen mal, welche Segmente gibt es auch? Ne? Also wir haben jetzt über Gastronomie als einen Absatzweg, den LEH, also Lebensmitteleinzelhandel im Discount-Bereich dann auch nochmal über verschiedene Wege. Nimm uns doch einfach mal ein bisschen mit auf die Reise, was alles denn in diesem doch sehr vielfältigen Markt dann auch so passiert. Ja, dann lass uns doch beim Produzenten anfangen. Das ist doch derjenige, der am Ende sein eigenes Portfolio gestaltet, seine Sammlung kreiert oder seine Weine repräsentiert. Und der muss als erstes mal entscheiden, mache ich jetzt einen Wein oder mache ich 10 Wein? Jetzt mal ganz pauschal gesagt. Ja, also Produktportfolio. Genau, richtig. Komme ich mit einem Wein gut um die Runden oder muss ich mit einem Wein arbeiten, weil ich vielleicht viele einzelne Parzellen habe und das gar nicht als separat vermarkten kann? Ja. Und dann wird der Winzer natürlich überlegen, wie er das so eine Art qualitativer Aufstieg innerhalb dieses Sortimentes gestaltet. Also im Regelfall haben die allermeisten Weingüter, wenn man jetzt mal ganz deutsch denkt, einen klassischen Gutswein. Ja? Und oder eher eigentlich noch einen regionalen Wein. Gehen wir mal ins Rheingau als Beispiel. Gibt es einen klassischen Rheingau-Riesling. Jeder kennt den Riesling, jeder kennt das Rheingau und hat damit einen Bezug zur jeweiligen Region. Seitens jeder meine ich natürlich den Konsumenten. So, diese Weine haben eine ganz klare Preisschwelle. Also es wird schwierig, einen Rheingau-Riesling trocken für, ich sag mal, 20 Euro zu verkaufen im Endverbrauchspreis, weil die einfach Preisschwellen haben, die deutlich drunter sind. Also sollte der Winzer dann, wenn er dann die besten Lagen hat, die besten Parzellen hat, natürlich dort im Einzellagenbereich arbeiten und dann dort in der preislichen Wertschöpfungskette nach oben gehen. Und dort kann er auch die höheren Preise aufgrund der limitierten Menge und der unterstellten höheren Qualität, weil ältere Reben, mehr manuelle Arbeit etc. Auch verlangen. Also Produktportfolio, Zielgruppe und Pricing spielen dann schon sozusagen ab Hof oder ab Berg oder Weinrebe ja schon einen entscheidenden Faktor. Absolut, ist ja auch schwierig, wenn ich jetzt ein Weingut bin, was zum Beispiel nur große Gewächslagen hat, also nur die absoluten feinen Filetstücken in den besten historisch bewiesenen Parzellen einer Region. Wenn ich nur das auf die Flasche bringe und nur im Bereich 35 Euro plus im Regal stehe, dann werde ich wahrscheinlich bei der breiten Masse meiner Zielgruppe vorbeilaufen. Ja, dann ist der Warenkorb gibt selten 35 Euro für eine Flasche her. Das ist dann die absolute Spitze des Eisberges. Und da braucht man erstmal ein Renommee. Und das Renommee baut man nicht nur über die Spitze auf, sondern auch die Basis, so sehe ich zumindest als Sommelier, die sollte sehr, sehr gut funktionieren. Wenn ich die aber nicht habe, ja gut, dann muss ich sehr, sehr viel Marketing machen, dass jeder gleich versteht, dass das mein bester Wein ist und es nur diesen Wein gibt. Okay, das andere ist sozusagen die Einstiegsdroge, in Anführungszeichen, um die Leute auch an die Marke ranzuführen. Ne? Klar, und vielleicht auch, um eine Bekanntheit auch erstmal zu generieren. Ja. Aber man muss das wirklich sehr, sehr differenziert von Weingut zu Weingut, von Region zu Region betrachten. Jedes Weingut tickt da logischerweise anders. Ein Riesenunterschied, ob ich einen 5-Hektar Betrieb habe oder ob ich einen 50-Hektar Betrieb habe. Das sind ganz andere Spielwiesen dahinter, ganz andere Parameter, die zu beachten gilt. Und jetzt sind wir ab Hof gestartet beim Winzer. Ah ja, okay. Nächste Kategorie. Wir müssen natürlich eins weiterdenken. Also sowohl der Fachhandel als auch die Gastronomie benötigt im Prinzip ein relativ breites Segment an Wein. Also ich komme der Gastronomie nicht umher, auch unterhalb der großen Gewächse einzukaufen. Ich denke an Bankettveranstaltungen, ich denke an Restaurants, die vielleicht jetzt nicht nur im 2- und 3-Sterne-Bereich unterwegs sind. Nicht jeden Tag macht auch ein großes Gewächs Sinn. Ich brauche mal was Frisches, was Leichteres. Mhm. Und da macht es natürlich schon Sinn, auch dort im Ortsweinbereich als Beispiel eine Hausmarke zu setzen. Im Fachhandel funktioniert beispielsweise im letzten Jahr sehr, sehr gut die deutlich höheren Qualitäten, wie wir gerade schon angesprochen haben. Aber im Regelfall bin ich da bei 10 bis 15 Euro sehr, sehr gut aufgehoben. Zumindest das so etwa der Preis, je nachdem, wo ich natürlich bin, in welcher Stadt ich bin. Und demzufolge brauche ich in diesem Segment als Händler auch ein gewisses breites Angebot und muss mich da auch entsprechend aufstellen. Mhm.
absolut. Und wenn wir dann nochmal weiter gucken, wie hat sich so das Kundenbedürfnis entwickelt an der Stelle? Also da sind wir, glaube ich, auch in den Extremen, sozusagen vom Discountkäufer für 3 Euro die Flasche bis zum Kollegen, der auf der Auktion sich da irgendwie was ganz Altes, Feines für die Sammlung holt, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, wie sich das entwickelt hat. Da bin ich deutlich überfragt. Ich kann nicht in jeden Kopf reinschauen. Ich kenne auch solche Zahlen nur sehr, sehr bedingt. Aber was wir feststellen bei uns ist, dass die Transparenz seitens des Weingutes teilweise bis zum Endverbraucher hinaus immer stärker gefragt wird. Also die Art, was machen Sie in Weinberg? Wo kommen die Trauben her? Wie wird das Ganze benefiziert? Die ganze Story dahinter, das Ganze im Prinzip, ihr sagt, wenn das, glaube ich, Storytelling am Ende des Tages wird eine immer wichtigere Rolle, gerade in Zeiten der Digitalisierung, dass es darum geht, dass jemand, der vielleicht gerade auch weit weg ist vom Weinberg, ein Gefühl hat, wie die Person dahinter dem Wein auch tickt, was sie bewegt, was sie inspiriert und warum der Wein so ist, wie er ist und etwas Besonderes für ihn darstellt. Ja, weil ist viel Handwerk und ist aber auch ein Naturprodukt. Es ist vermeintlich viel Handwerk, nur nicht für die Menge der Weine, die wir auf dem Markt haben, leider. Ja, okay. In der Spitze reden wir über sehr, sehr viel Handwerk, was auch Tatsache so ist oder überwiegend so ist, nur es ist ein Business, ganz einfach. Und wenn ich für 3,90 € einen Wein produziere, dann ist dort relativ wenig Handwerk dabei. Da wird man schlau. Automatisierte Industrie. Vielleicht mal einen Schlauch am Tank angeschlossen, aber dann ist das Thema auch schon mit Handwerk durch. Alles andere ist dort relativ mechanisiert. Absolut. Okay, verstanden. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, und das machen wir irgendwie ganz gerne hier, einfach mal zu schauen, wo denkst du, wird sich der Weinmarkt hin entwickeln? Ne? Also der durchschnittliche Weintrinker in Deutschland ist, glaube ich, auch eher etwas älter und gesetzter. Ich glaube, in Deutschland fängt man auch ein bisschen später an, Wein zu trinken, als das vielleicht in Frankreich oder auch Spanien, kennen wir das auch, der Fall ist. Was glaubst du, wo werden wir uns dahin entwickeln? Ist im Premium-Bereich überhaupt noch Platz oder ist da auch schon völlig gesättigt? Wie siehst du das? Wie funktioniert dann auch überhaupt noch Differenzierung? Weil nur Etikett ist halt auch irgendwie überschaubares Differenzierungsmerkmal, ne? Ein einfaches, hübsches Etikett reicht nicht. Ein flotter Spruch auf dem Etikett, das war vor 10 Jahren durchaus interessant. Das hat auch viele Leute zum Kauf eines Weines ohne Nachfrage nach dem Inhalt bewegt, diese Flasche zu greifen. Ich glaube, heute muss da wesentlich mehr auch dahinter sein, sodass auch nach dem zweiten Schluck der Wein noch ansprechend ist. Das ist logischerweise für den Nachkauf auf jeden Fall nicht ganz unwichtig. Wo es sich hin entwickeln wird, ach, die Kristallkugel hätte ich gern. Ich denke persönlich, dass es nicht unbedingt enger wird, also es wird auf jeden Fall enger im Premium-Bereich, gar keine Frage. Aber wir haben heute eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass auch jüngeres Publikum relativ früh an den Wein kommt. Du hast es absolut richtig gesagt, dass uns die südeuropäischen Länder da deutlich voraus sind, dass dort früher, ich sage es jetzt salopp, zur Flasche gegriffen wird, aber es liegt einfach in der Kultur der Länder, dass es halt auch üblich ist, in den familiären Kreisen auch mittags schon ein Glas Wein zu trinken. Das ist man in Deutschland eher, wird das verpönt außerhalb einer Weinbauregion angeschaut, was eigentlich total schade ist, weil es ist doch viel spannender, ein ordentliches, handgemachtes Glas Wein zu trinken, als irgendeine Mixbrause auf den Tisch zu stellen oder irgendwelche Alkopops zu genießen, was ich meine. Von daher, denke ich, haben wir da heute eine Chance. Ein junges Publikum, was ja auch eine sehr hohe Kaufkraft durchaus hat. Wir viele junge Mit-20er verdienen heute deutlich mehr Geld, als das bei uns noch vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, die Kaufkraft steigt da durchaus schon, aber es ist natürlich nicht in der breiten Masse so gegeben. Und unsere Aufgabe ist ganz klar, also unsere aller Aufgabe im Weinbusiness muss sein, dass wir diese Damen und Herren relativ früh abholen und in die richtigen Weine ins Glas einschenken und ihnen vielleicht versuchen, ein bisschen die Philosophie mit auf den Weg zu geben, dass zumindest das, was unseren Bereich angeht, handgemachte Weine von Familienweingütern nicht tausendfach, aber in jedem Fall mindestens 100-fach besser sind als die große Industrie. Ja, wie erfahre ich das? Also in der Gastronomie, sagst du, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wie sehen da Weinkarten heute aus? Also früher gab es da den Hauswein in der schlechten Pizzeria um die Ecke. Wie hat sich das deiner Meinung nach? Also du berätst ja auch die Gastronomen an der Stelle. Also wenn man so einen Blick in die Geschichte zurückmachen möchte, muss man gar nicht weit gehen. Die letzten 20, 30 Jahre schaut man sich einfach die Weinkarten der Restaurants an. Die haben ja am meisten noch auf dem Computer. Zu der Zeit gab es ja schon PCs. Und dann schaut man, was da auf den Karten draufsteht. Und es ist beeindruckend zu sehen, dass diese klassische Weinkarte eines Gourmet-Restaurants aus den 90er Jahren mit überwiegend Frankreich, allen voran Bordeaux, Burgund und etwas Elsass. Elsass war damals auch noch sehr stark, kommt auch wieder. Bestückt war dann ein bisschen Italien und Spanien und das war es eigentlich mit 2, 3 deutschen Weinen links, rechts garniert. Heute ist das komplett anders. Wir haben halt dann überwiegend auch weißweinlastige Rebsorten. Das war früher auch deutlich rotlastiger im Premium-Bereich.
Und wir sind heute in Ländern unterwegs, die hatten wir vor einigen Jahren noch gar nicht, auf dem Schirm schon, aber den Zugang zu diesen Weinen teilweise auch nicht. Und heute ist völlig normal, dass ich Schweizer Weine auf der Karte habe, dass ich logischerweise eine sehr starke Dominanz der deutschen Weine habe, was aber vor 20 Jahren bei weitem nicht so der Fall gewesen ist. Also da hat sich viel getan. Absolut. Also auch die Akzeptanz der deutschen Weine hat sich, wie wir es am Regal ja auch überall sehen, deutlich gewandelt. Und wir haben heute eher so diese Überentwicklung, das ist heute eine große Weinkarte, fast schon überdominant, überproportional mit deutschen Weinen ausgestaltet ist. Da würde ich mir manchmal so ein bisschen eine Einbremsung wünschen. Und würde ich mich freuen, wenn wir wieder mal ein bisschen was aus Südfrankreich dabei hätten, ein paar Weiße aus Spanien, ein bisschen was Weiße aus Portugal, da auch noch Platz fände. Weil die Weine sind durchaus spannend, aber sie sind in den letzten Jahren deutlich in den Hintergrund gerückt. Ja, muss dabei unbedingt genau dafür ist die Flasche da, denn da bleibt die Zunge locker. Ja, definitiv. Aber wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts. Die Flasche noch nicht. Wir werden das dann noch zu Ende bringen hier. Da bin ich mir definitiv sicher. Wenn du nochmal für unsere Zuhörer am Schluss nochmal vielleicht ein paar Tipps hast für das professionelle Publikum und dann aber auch für die Konsumentenseite. Was würdest du, ich sag mal, Winzer, Gastronomie und Konsument am Ende des Tages gerne mitgeben wollen? Mitgeben wollen, außer eine gute Flasche Wein ins Gepäck. Worauf kommt es an? Du hast ja eben gesagt beim Winzer, ne, der muss sich ja schon eigentlich sehr, sehr viele Gedanken machen, ob der die sich immer so strategisch ausmalt oder ob er einfach die Trauben gut, also wirklich versucht, einfach nur ein gutes Produkt zu machen. Also der Grundantrieb des Winzers ist mit Sicherheit, einen tollen Wein zu machen. Ja. Punkt eins. Ja. Aber die wenigsten Winzer gehen blauäugig ran und gehen einfach nur aus der Kunst des Weinmachens daran und versuchen, einen Wein zu machen, sondern ich glaube, dass der umgreifende Begriff wäre Zeit. Ja, also ich muss heute als Winzer, wenn ich ein Weinberg anlege oder überhaupt den Gedanken habe, einen Weinberg zu bepflanzen, muss ich mir überlegen, was gibt es eigentlich für Reben, was wird gefragt, wie entwickelt sich gerade Thema Klimawandel meine Region in Zukunft, was wächst da gut, wie müssen meine Unterlagsreben für den jeweiligen Boden sein und habe ich für diesen Wein, den ich da gerade in meinem Kopf idealerweise konstruiere, eine Zielgruppe? Punkt 1, gibt es die Zielgruppe heute und gibt es die Zielgruppe eventuell in 10, 15 Jahren? Weil in der Zeit hat sich der Markt auch schon dreimal wieder umentwickelt. Das waren früher, waren die Lebenszyklen von bestimmten Weintrends deutlich länger, aber heute in Zeiten von 3 Sekunden Timeline-Blicken können sich ganz, ganz schnell Trends auch deutlich neu entwickeln. Und dieses Vorausschauen, diese Kristallkugel, die du vorhin gesucht hast, die braucht der Winzer im Prinzip eigentlich schon 10 Jahre vorher, weil er braucht im Regelfall 3 bis 4 Jahre, bis er den ersten Wein vinifizieren kann aus einem frisch angelegten Weinberg und bis das Ganze mal richtig qualitativ auf die Flasche kommt, vergehen schon mal 10 Jahre. Ja, okay. Also da ein bisschen, also sehr vorausschauend auch mal drüber nachzudenken. Und Zeit nehmen. Und das Problem ist halt, die Zeit hat natürlich keine. Ich meine, Investment im Weinberg, sei es das eigene Geld aus der Familie, sei es ein externer Investor, die wollen natürlich irgendwann mal eine Rendite sehen. Das ist ja ganz klar. Und ich wünschte, sie würden immer 10, 15 Jahre Zeit geben, bis da mal das erste Mal Geld rauskommt. Im Regelfall ist das nämlich bis dahin nicht der Fall. Und auch eine Marke aufzubauen, ein Weingut als Marke zu verstehen und das auch entsprechend nach außen zu tragen in der gesamten Kommunikation, das bedarf Zeit, Geduld, einen stringenten Plan. Und diesen Plan sollte man auch konsequent beschreiten. Ansonsten wird das Ganze im Chaos enden und in Frustration. Ja, und vielleicht an die Sommelier-Kollegen in der Gastronomie, was sollten die mal ausprobieren? Mal wieder ein paar neue Weine probieren und mal wieder ich denke, die allermeisten haben natürlich im letzten Jahr viel Zeit gehabt und haben sich an den Kopf gemacht. Viele waren auch in den Weinbergen, haben sich bei befreundeten Winzern behilflich gezeigt und haben im Weinberg und Keller mitgearbeitet, was eine super Geschichte ist, dass man da einfach auch mal wieder selbst Hand anlegt und mal sieht, wie schwierig es eigentlich ist, eine Stalllage zu bewirtschaften. Und ja, gut, am Ende des Tages haltet den Kopf offen, ja. Bleibt, also schaut, dass ihr immer wieder ein paar neue Sachen ins Glas reinbekommt und bleibt nicht stehen. Gibt es da so Regionen, wo du sagst, die kommen vielleicht wieder oder Dinge auch? Ja, es ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt, also ich hatte gerade über das Elsass gesprochen, das ist eine Region, die vor 30 Jahren noch schwer en vogue war, mittlerweile so ein bisschen zurückgegangen ist. Und wir haben das Thema Jura, Loire. Wenn ich nur in Frankreich bleibe, gibt es immer wieder diese Wellenbewegungen. Sicherlich auch durch immer dann in den Regionen die neue Generation, die Weinberge übernimmt, die Betriebe übernimmt. Und dann natürlich für den Moment zeitgemäße Kommunikation und auch einen zeitgemäßen Stil in der Vinifikation der Weine sucht und damit nach außen tritt. Und das tickert natürlich einen jungen,
frischen, talentierten Sommelier, Sommeliere, die dann diese Weine auch trinken. Absolut. Und nach außen tragen. Absolut. Und jetzt der Tipp, was sollte man mal getrunken haben? Ich weiß, der ist schwer, der wird auch schwer fallen, aber vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, hier, seid doch mal offen und probiert auch mal in dem Bereich was. Ja, also ich habe mir, was kommt nochmal? Es gibt viele coole Weine, keine Frage. Und wir haben im letzten Jahr viel Zeit auch daheim mit der Familie oder auch mal mit Freunden Corona-konform verbracht und das ein oder andere gute Flächenwein genossen. Aber ich würde mal außerhalb des Weines gehen, trotzdem beim Wein bleiben. Du hast gerade über eine Region gesprochen oder über Regionen gesprochen, die vielleicht auch mal nicht so en vogue sind. Und eine Region, die mir persönlich extrem am Herzen liegt, weil es A, eine grandiose Scenery ist und gleichzeitig auch mit fantastischen Menschen belebt wird, das ist das Douro. Also wir sind in Portugal und es könnte jeder denken, Mensch, das bringt ja mit Portwein und wir haben es gerade fängt es wieder an, draußen warm zu werden. Yeah. Ja, und denk mal an einen weißen Portwein. Was ich in diesem Sommer sehr, sehr oft getrunken habe, ist wieder klassisch White Port Tonic. Der ein oder andere wird sagen, Mensch, das ist doch schon ein alter Hut, klar, aber wer noch nicht im Douro gewesen ist und nicht die Gelegenheit hatte, dort die Füße mal hochzulegen und ein richtig gutes Glas White Port Tonic zu trinken, der kennt das teilweise noch gar nicht. Und wir haben einige Flaschen Blend No. 5 dieses Jahr von Graham Smith Tonic genossen und ich genieße diese Momente, dieser Entspannung, dieser Frische, dieser Saftigkeit im Glas. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Das Thema müssen wir jetzt auch nochmal testen. Vielleicht nicht heute, aber du hast natürlich Einladung auch, steht. Ja, sehr gut. Da hast du natürlich aber auch einen persönlichen Vorteil mit deiner Frau, die natürlich aus Portugal kommt. Aber das finde ich sehr schön. Von daher wird es dann sehr authentisch. Das freut mich sehr. Thomas, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, wir haben mitgenommen, Wein ist auch ein Geschäft, ist auch ein Business, ist ein sehr besonderer Markt mit sehr besonderen Menschen, mit einem ganz besonderen Produkt auch an der Stelle, das man vielleicht gar nicht immer so wertschätzt als Verbraucher, der die Flasche aufmacht. Und dass wir da vielleicht auch und alle in der Kette offen für Neues sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe. Und deshalb freue ich mich auch immer, mal wieder was Neues mit dir gemeinsam zu probieren. Von daher herzlichen Dank für die heutige Sommer-Edition mit dir, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und bleib beim guten Wein. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao.